Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 2019. Wir möchten heute bitte wieder gewinnen, das wäre sehr schön. Haben ja, ich würde nicht sagen Startschwierigkeiten, das wäre wohl ein bisschen zu hoch gegriffen von der Dramatik her. Aber der perfekte Ultrastart ist es nicht, aber wir kriegen das schon hin. Momentan sieht es in der Tabelle ganz gut aus, ich würde sagen Platz 2 ist gut. Wir spielen heute gegen Plymouth, die auf Platz 9 sich aktuell befinden. Und wir haben sogar einen Spieler, der für die Irland U21 unterwegs ist, Ronan Curtis. Fehlt uns damit von 5. bis zum 12. September. Ich würde aber behaupten, auch in der Championship gibt es in der Zeit dann keine Spiele. Aber wir gucken mal nach. 5. bis zum 12. war das. Und da haben wir echt, wenn es nicht... Es ist September, echt, wir haben dabei Spiele. Das ist hart. Das ist hart. Aber damit müsst ihr klarkommen. Ist für andere auch das gleiche. Und es ist nur Ronan Curtis, also es könnte schlimmer sein. Aber ich dachte, die machen auch eine Pause. Aber wenn ich mir das jetzt recht überlege, ich habe das auch noch nie gesehen. Irgendwie immer, wenn dann Länderspiele gerade sind, sehe ich auch immer Championship-Spiele 5 Millionen. Na gut. Wir müssen also auf Ronan Curtis verzichten für die Zeit. Das kriegen wir aber schon hin. Die muss ich gleich mal machen. Es gibt nicht so viel Neues. Ich habe die Taktik ein bisschen umgeändert. Nicht wirklich viel. Ich habe unseren pressenden Stürmer zu einem Stoßstürmer gemacht. Da ist mir aber aufgefallen, dass ich vielleicht das Ganze in der letzten Folge ein bisschen verherrlicht habe. Von wegen, dass ein pressender Stürmer eh fast das gleiche wie ein stoßender Stürmer ist. Aber eigentlich ja nicht. Aber eigentlich ja doch. Also für mich spielen sie relativ ähnlich. Also was ein Stoßstürmer bei mir in der Taktik macht, Ben Thompson 1 bis 3 Tage verletzt, ist mit einem pressenden Stürmer eigentlich fast gleichzusetzen. Also ich sehe in meinen Taktiken, je nachdem welche Rolle der Stürmer hat, nicht so einen großen Unterschied. Den größten Unterschied merke ich halt bei wirklich Extremen. Also sowas wie ein Targetman, der ist komplett anders zu einem kompletten Stürmer natürlich. Aber pressender Stürmer und Stoßstürmer ist relativ gleich bei mir bisher. Ich habe den Stürmer trotzdem erstmal auf den Stoßstürmer gepackt. Und hab unseren Sechser, der linke der beiden, auf defensiv gepackt und nicht, wie es vorher war, auf unterstützen. Damit soll der sich ein bisschen mehr fallen lassen und nicht mehr allzu viel ins Offensivgeschehen eingreifen, weil ich möchte, dass die Außenverteidiger etwas weiter nach vorne kommen und unsere Flügelspieler hinterlaufen, damit diese weiterhin eng stehen können und in der Mitte was machen können. Dafür die Außenverteidiger dann sich einfach aufs Flanken konzentrieren müssen. So möchte ich meinen Ballbesitz halt besser ausspielen, den wir definitiv haben oder gehabt haben, die ersten Spiele. Und vielleicht dadurch auch mehr Gefahr aus dem Spiel heraus erzeugen. So habe ich mir das vorgestellt. Die Idee wäre halt natürlich auch gewesen, die beiden Flügelspieler etwas defensiver zu machen. Wenn das jetzt hier nicht klappt, machen wir das. Aber mal gucken, ne? Wortmaug möchte mit mir reden, weil er nicht so viel Einsatzzeit bekommt. Das lässt sich lösen, du kriegst demnächst mal ein bisschen mehr Spielzeit. Ich muss ja eh alle erst mal testen. Jetzt aber, wo wir gerade nur mit 2 Innenverteidigern spielen, ist es halt ein bisschen schwer, weil wir ja so viele haben. Wenn wir wieder eine ordentliche Woche haben, in der dann Curtis fehlen wird, Southampton U23 haben wir in der Checker Trade Trophy. Und Shrewsbury Town haben wir dann am nächsten Samstag. Jetzt haben wir noch das kleine Mini-Transferfenster der Sky Battle League One. Stimmt, kann es gerade sein, dass ich die ganze Zeit von der Championship geredet habe? Aber wir sind ja gar nicht in der Championship, noch nicht. Wir müssen mal nachgucken, ob die Championship dann frei hat. Hat die dritte Liga frei? Boah, kurz mal überlegen. Also die deutsche dritte Liga jetzt, meine ich. Ich glaube, die hat nicht frei, oder? Wenn Länderspielpause ist. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die müssen auch spielen. Und dann gucken wir gleich mal, wenn das kleine Transferfenster um ist. Welche ja nur Leihtransfers sein können. Ach nee, Quatsch, wir haben ja auch noch das Richtige, das Echte. Schließen ja in England früher. Gucken wir mal. Sind auf jeden Fall noch im Fenster. Oh, nett. Oh, nicht käuflich. Okay. Wir gucken uns mal die Championship an. Da muss dann aber Pause gemacht werden. Oder? Ja.
Gut, okay, dann ist es auch geklärt. Also kurz Denkfehler gerade gehabt. Es war natürlich so, dass die zweite Liga eine Pause macht. Die Sky Battle League One allerdings nicht. Und die habe ich dann wahrscheinlich mal gesehen. Wobei die halt auch spielt, wenn gerade Champions League ist, ne? Also die scheren sich nicht so wirklich darum. Was ist eigentlich, wenn ich dann in die Champions League komme? Wenn ich noch in der dritten Liga bin, was ja sehr wahrscheinlich ist, weil es auch sehr gut möglich ist. Ja, Quatsch. Also, mal schauen, wie wir heute gegen den Tabellen 9. ankommen werden. Spielen natürlich wieder alle gleichzeitig. Das finde ich eigentlich ganz nice. Donahue mittlerweile wieder fit. 45 Minuten wäre er heute dabei. Thompson auch fit. Braucht man gar keinen Test. Oh, die Unterstützung, sie geht langsam hoch, aber das braucht noch ein bisschen. Das ist am Anfang immer echt schwer, wenn du ohne Reputation startest. Aber mal gucken. Plymouth hat gespielt, logischerweise. Aber wie sage ich euch? Und zwar die letzten drei Spiele alle unentschieden, davor zwei Siege. Gegen unsere nächsten Gegner haben sie jetzt gerade erst gespielt unter der Woche und gewonnen. Also sind im EFL Cup weiterhin dabei. Wir sind ja sofort rausgeflogen und zwar richtig stark. Die Spielvorschau sagt, dass bei uns nur Thompson fraglich ist. Haben wir aber gerade schon gesehen, dass der kann. Derek Adams, irgendwo erkenne ich den Namen. Ross County. Ewig lang, okay. Naja. Viel geändert habe ich nicht. Ich habe Joe Mason vorne reingepackt für Roland Curtis. Sonst wird es wohl auch genauso bleiben. Ich fand es nicht schlecht im letzten Spiel. Die Sache ist halt wieder nur die gewesen, dass wir halt unsere Chancen aus dem Spiel nicht herausgemacht haben, sondern wenn dann nur welche durch Standards hatten. Und wenn, dann müsste man eh nur vorne was wechseln und da möchte ich momentan nicht so viel machen, weil wir auch ehrlich gesagt gar nicht so viele Optionen haben. Mal schauen, wie das dann in ein paar Wochen ausschaut. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch demnächst mal wieder die Fünferkette probieren, je nachdem, wie sich das jetzt auswirkt, diese Änderung. Wenn die Änderung jetzt sehr gut klappt, klar bleiben wir noch ewig lange auf das 4-2-3-1-System stehen, aber wenn das jetzt weiterhin ein Akt wird, überhaupt mal Chancen aus dem Spiel heraus zu haben, dann wird es wohl relativ fix auf die Fünferkette gehen. Weil ein 4-3-3, das können wir bewältigen mit der Fünferkette. Das ist kein großes Problem. So, Jungs, auf geht's. Ich möchte bitte einen Sieg sehen. Gutes Spiel, Jungs. Habt Vertrauen in euch. Das mache ich am Anfang gerne, weil man da wenigstens einen Mini-Bonus an Motivation rausholen kann. Wenn die Spieler dann aber ein bisschen mehr Bock auf mich haben und eher auf mich hören, lasse ich diese extra Anreden eigentlich nur machen zu besonderen Spielen, wo es halt um viel geht oder wo der Gegner halt echt schwer ist. Gleich Mann Standard gegen uns. Ich hoffe, das Spiel wird nicht schlecht für uns starten. Sieht aber so aus. Ja, Ryan Taylor. Der Stürmer von Plymouth macht das 1-0 nach 1:30. Stehen zwei Leute, fast drei eigentlich, bei Taylor und er darf da rangehen an den Kopfball. Das darf nicht passieren. Das darf unter keinen Umständen passieren. Holy shit, das war richtig schlecht. Schnell zurückkommen, Jungs. Noch innerhalb der ersten 10 Minuten der Einwurf direkt zum Gegner. Eieiei. Carry nach vorne auf Taylor. Oh, Jungs, wie verteidigt ihr? Hallo? Bitte nicht, er musste quelling. Oh Gott, er wird. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Ball wird halt von uns quergelegt. Holy shit. Schlimmstmöglicher Start. Boah. Wie verteidigen die Jungs hier? Wer ist es? Clark und Burgess. Warum gehen beide Innenverteidiger auf die Außen und machen das so dumm? Kein großes Pressing drin bei denen. Keine Manndeckung bei Taylor. Kein Pressing bei Taylor. Warum? Warum? Burgess, Clark? Komplett schlecht. Warum? So fehlen natürlich beide Innenverteidiger hinten. Was Walkes da macht, ist natürlich auch nochmal nicht so geil. Die Animation ist die schlimmste, die es im FM gibt, ehrlich gesagt, dass du grätschst und der Ball kommt direkt zum Gegner. Ja, ist natürlich der bestmöglichste Start, ne? Holy fuck. Das hätte ich mir anders vorgestellt in diesem Spiel. Ich, oh,
Jungs, bitte. Burgess ist da hinten. Ich dachte gerade kurz, weil die Kamera so ein bisschen nach rechts geschwenkt hat, dass es Elfmeter gibt. Aber Burgess, bitte. Was macht er denn? Wie kann Taylor, der ist doch gar nicht so groß, oder er sieht nicht groß aus im Spiel. Okay, 1,88, okay, dann täuscht die Perspektive. Burgess ist 1,96, okay, die Perspektive täuscht nicht. Burgess ist wirklich deutlich größer nochmal. Wie kann er da nicht rankommen? Warum stellt er sich da so an? Das ist ja unfassbar. Oh, die Statistik und dann oben links, ne? Das willst du nicht sehen. Das willst du wirklich nicht sehen. Noch keine einzige Chance von uns gesehen, obwohl wir halt ein paar Schüsse haben. Clark direkt zum Gegner. Und jetzt die Konterchance, weil wir kurzzeitig aufgerückt sind. Carey hat viel Platz auf der linken Seite. Walkers geht da nicht ran. Ball kommt sehr lang. Wird nochmal in die Mitte kommen. Ja. Jungs. Jungs. Eieiei. Ich weiß gar nicht, Alter Jungs, wie verteidigt ihr denn? Wie können denn dann drei Leute auf einen raufgehen und... Warum? Warum machen die das auf einmal? Das war vorher nicht so... Oh, es hat auch ein gnadenlos schlechtes Spiel, dass ihm jetzt das zweite Mal halt die Vorlage direkt zum Gegner gelingt. Warum machen die das? Warum gehen da drei Leute auf einen Mann rauf, obwohl wir weder Manndeckung noch Pressing haben? Auch bei den Spielerrollen an sich nicht. Das machen die halt alle nicht. Oder? Habe ich da aus Versehen was Falsches eingestellt beim letzten Mal? Ja. Weniger Pressing. Soll da wegbleiben. Das ist die niedrigste Pressingstufe, die wir drin haben. Clark soll einfach stehen bleiben, soll da seine Position halten und keinen scheiß Mist machen, was er gerade gemacht hat zweimal. Burgess, weniger Pressing, das gleiche. Mehr Pressing, klar, bei den Außenverteidigern, so soll das aber auch sein. Aber das heißt nicht, dass drei Leute auf einen Spieler raufgehen sollen. Das macht gar keinen Sinn. Fuck. Wir werden hier halt komplett auseinandergenommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist das Schlimme daran. Weil auf einmal können die gar nichts. Das ist ein Ultra-Cut zum letzten Spiel. Komm, wenigstens noch ein Tor vor der Halbzeit. Clark. Ja, an die Latte. Natürlich. Wo auch sonst hin. Wäre übrigens schon wieder ein Standard-Tor gewesen. Und mal wieder keine Chance aus dem Spiel heraus. Jedenfalls... eine Chance, die interessant für uns wäre, die wir dann auch sehen. Boah. Fuck. Scheiße. Woran liegt's? Warum sind die Spieler auf einmal so bescheuert? Ich verstehe es halt nicht, warum dann wirklich drei Leute auf einen raufgehen. Und dadurch halt die Lücken so unfassbar weit aufreißen. Das hat dann auch nichts mehr mit Gegenpressing zu tun. Zumal das ist eigentlich normaler Angriff war und das ist dann kein Gegenpressing mehr. Das nehme ich trotzdem mal raus, weil ich glaube, die Spieler kommen überhaupt nicht klar. Das Kontern ist auch nicht drin, weshalb ich gerade nicht verstanden habe, warum halt alle nach vorne gerannt sind bei dem dritten Gegentor. Als es aufgebaut wurde über die linke Seite dann. Scheiße, 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 scheiße. Fuck. Nee, okay. Galloway und Walkers können raus, weil ganz ehrlich, wenn die Spieler nicht annehmen, dass sie sich wirklich gerade blamieren, dann ist es wirklich vorbei. Also, ja, wir wissen alle, das Spiel hat seine Fehler in Sachen Teamansprache. Aber wenn man wirklich abschaltet, wenn man gerade 0-3 auf den Sack bekommt nach 45 Minuten, dann hast du nichts kapiert und kannst du wirklich sofort verschwinden aus dem Stadion. Dann will ich auch gar keiner mehr sehen. Ah, fuck. Ja, Watt Morgan kommt mal rein. Wir werden unsere Flügelspieler auf Unterstützen packen. Das mal probieren. Evans geht dafür auf Angreifen. Das Spiel ist natürlich verloren, ganz klar. Was sehr ärgerlich ist, aber... Schadensbegrenzung jetzt, ne? Irgendwie vielleicht noch was lernen. Puh.
Vor allem ist es ja halt nicht mal extrem verdient, ne? Wenn wir mal links oben hinschauen. Wir machen es ja nicht so schlecht, aber hinten geht ja auf einmal gar nichts mehr bei uns. Burgess und Clark machen auch nur Mist, leider. Vorne ist mal wieder tote Hose. Schwer, alles richtig schwer. Burgess. Mal wieder an die Latte. Wir haben halt schon wieder richtig, richtig viel Lattenpech und ich hasse es. Haben andere Leute im FM eigentlich auch so oft die Latte getroffen oder den Pfosten getroffen wie ich? Oder ist es wirklich nur bei mir so? Ich treffe in jedem Spiel mindestens 5-mal Latte irgendwie. Das kann doch nicht sein, oder? Ich lese das halt auch irgendwie nie, dass die Leute extrem viel Aluminium treffen und ich bei mir halt, ja, ding, 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 ding. 5-mal hintereinander innerhalb von 5 Szenen. Mason auch nicht gut dabei. Evans bekommt gelb. Weiterhin 0-3. 20 zu 12 Schüsse. 0-3. Boah. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Und jetzt kommt gleich das 4-0 oder was? Taylor jetzt mal auf rechts ausgewichen. Bringt den Ball super in die Mitte, obwohl da eigentlich jemand stehen sollte. Oh, Jungs, bitte. Danke, Burgess. Ja, Mason muss rennen und rennen. Hat zwar eine richtig schlechte Note, aber ich glaube, an ihm liegt es nicht. Bitte mach keinen Mist. Es würde eigentlich nur noch fehlen, dass jetzt so ein Pass direkt in den Gegner reinkommt und der muss über den Keeper lupfen und macht ein schönes Tor dann. Low, ja. Jamal Lowe geht mir auch richtig auf den Sack, muss ich sagen. Der gefällt mir bisher überhaupt nicht. Der war in jedem Spiel, das er gespielt hat, bisher richtig schlecht, leider. Clark muss auch aufpassen mit seiner gelben, aber ich möchte ihn ungern sagen, dass er noch softer reingehen soll in die Tacklings. So, Lowe, komm. Extra kritisiert. Kommt jetzt eine gute Flanke. Die sieht doch sogar gut aus. Green legt ab. Und da fehlte irgendwie der Schuss zum... zur Animation, irgendwie hat das ein bisschen sehr überlappt, aber ja, hey, 1-3. Also, der Schuss, der war schon und dann kam erst die Schussanimation irgendwie. Mal gucken, ob es von dir besser aussieht. Ähnlich eigentlich, aber Sawyer macht's ganz gut, dass er sich davor stellt und man es deswegen nicht so scheiße sieht. Ja, nee. Und vor allem ein Tor aus dem Spiel heraus. Nee. Ja, ich werde draußen auch schon abgeholt. Nach dem Spiel völlig zurecht. Ich weiß nicht, was da los war mit unserer Defensive, ne? Also, wir haben ja nicht so scheiße gespielt. Das ist halt richtig, richtig ekelhaft, so ein Spiel. Weil du kannst dir doch gar nicht so viel vorwerfen am Ende des Tages, oder? Jetzt ein Pass auf Jamal Lowe, aber der rennt auch gar nicht los, okay. Wenn ihr euch jetzt wirklich nur diese Statistik anschaut, ne? Plus halt die Passgenauigkeit, die werden wir uns gleich mal anschauen. Wenn nochmal eine Szene reinkommt, spätestens jetzt halt zum Abpfiff. Wenn wir uns so die Statistiken anschauen, ne? Wir haben doppelt so viele Schüsse wie Plymouth. Wir haben 12-7 Schüsse aufs Tor. Gut, 0-1 klare Torchancen, ja, okay. Wir haben 63% Ballbesitz, 81-64% Pässe. Zweikämpfe, 100% gewonnen, allerdings, wir haben wieder nur die Hälfte von Plymouth gehabt, wie von unserem Gegner generell, wie die letzten Spiele. Das ist keine Statistik, wo du 1-3 verlierst eigentlich. Du kannst dir halt nicht so extrem viel vorwerfen und ich weiß nicht, was ich jetzt daraus so lernen soll. War das jetzt eine Einzelleistung hinten? Wir haben ja gesehen, die Spieler gehen zu dritt rauf, warum auch immer. Das ist halt so nicht in der Taktik drin, da ist kein enormes Pressing bei den Innenverteidigern drin. Noch ist es von der Taktik so vorgegeben. Zumal das Gegenpressing ja auch sich gar nicht auf die Verteidiger bezieht, was ja auch gar keinen Sinn machen würde. Boah. Ich weiß es nicht. Ich schaue mir das Spiel an. Von den Statistikern denke ich mir, ja, dominant gespielt, viel Ballbesitz gehabt, gute Passgenauigkeit, sieht nicht schlecht aus. Und dann sehe ich da halt 3 Gegentore und denke mir, holy fuck, wie scheiße kann man sein? Und genau so ist es dann halt auch im Endeffekt. Deshalb absolut keine Ahnung. Wirklich nicht. Werd mal genau das gleiche machen jetzt mit unserer Grundtaktik, was ich eben im Spiel gemacht habe.
weil das eigentlich ganz gut funktioniert hat. Vielleicht läuft es ja so besser. Aber, boah, ganz ehrlich, das, was da gerade passiert ist, diese Gegentore, ich kann es nicht verstehen. Das ist für mich unerklärlich, wie da dann halt wirklich vier Leute, drei Leute auf einen Mann raufgehen und die Lücken dadurch extrem aufreißen. Das könnte ich verstehen, wenn wir jetzt unser allererstes Spiel gehabt haben mit der neuen Taktik, aber die haben mittlerweile schon super eigentlich Affinität oder Vertrautheit mit der Taktik. Also das ist halt sehr gut hier, ne? Die sind fast komplett damit vertraut. Auch mit dem Pressing. Wenn da halt Pressing so ein mini, mini, mini grüner Zipfel wäre, dann könnte ich das verstehen, aber so absolut gar nicht. Ach, es ist ekelhaft. So ein Spiel ist so ekelhaft. Aber ich hoffe, wir kriegen das jetzt hin. Vielleicht hat es ja geholfen. Das Problem ist, wir haben jetzt gleich ein richtig ekelhaftes Spiel. Southampton. Shrewsbury müssen wir natürlich gewinnen. 21. Da gibt es absolut gar keine Ausrede, dass wir das nicht gewinnen sollten. Pittman? Haben wir noch einen Pittman? Tatsache. Leon Pittman. Ich habe alle Spieler, die ich nicht gut fand, erstmal irgendwo hin verschoben. 4-5-1 wird Southampton die U23 spielen. Shane Long ist dabei. Sonst glaube ich keinen, den man unbedingt kennt. McCarthy ist doch auch ewig lang bei den Stammkeeper gewesen. Nö, falsch gesehen. Aber es ist schon der richtige McCarthy. Ich dachte nur, der wäre länger bei Southampton gewesen. Oder hätte mehr gespielt, sagen wir es mal lieber so. Die Checkatrade-Trophy, die ist mir ehrlich gesagt komplett wurscht. Da werde ich jetzt auch ein bisschen rotieren, damit die Jungs sich mal beweisen können und vielleicht auch was zeigen können. Ich will erstmal die Priorität wirklich nur auf die Liga legen, weil wenn ich das nicht mache, dann sieht es am Ende nicht gut aus. Thompson. Hatte ich den jetzt? Ja, als Rechtsverteidiger eingeplant. Weil Ben Thompson ist ja unser Sechser, Achter, whatever. Ist immer ein bisschen irritierend. Holly Hawkins hinten drin mit Watmoke, der ja gerade gespielt hat. Immerhin haben wir unter ihm keinen Gegentor mehr kassiert, ne? Also ein bisschen recht hat er. Adam May, Dennis war links außen. Sind ja hier ein paar Spieler, die wir eigentlich aussortiert hatten, aber dann nicht losgeworden sind. Danny Rose auf der 10. Ben Close könnte eigentlich auch, aber dann haben wir keinen Platz mehr. Wheeler rechts außen. Nee, 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 nee. Jamal Lowe rechts außen. Wheeler wird im nächsten Ligaspiel spielen. Und als Stürmer nehmen wir dann. Ja, Pittman, würde ich sagen. Ich hätte jetzt eher Curtis gesagt. Aber der ist ja nun mal nicht da. Nehmen wir Pittman. So machen wir das jetzt für die Pokalbegegnung, so wollte ich sagen, aber Nathan Thompson muss sich ja unbedingt den Knöchel verstauchen und schon wieder ausfallen. Holy shit, wie verletzungsanfällig der Typ ist. In der Zeit, die wir jetzt da waren, war er zu 95% verletzt. Ich glaube, da können wir uns dann auch mal einen neuen holen im Winter, wenn wir ein bisschen Geld haben. Ich habe ja die Scouting-Pakete gelöscht, beziehungsweise. Es ist ja eigentlich eher deabonnieren in dem Sinne, dass wir da ein bisschen Geld bekommen. Schön, dass aber unser Budget irgendwie negativ ist. What the fuck? Ernsthaft? Oh Mann. Ich dachte, das hilft uns ein bisschen, aber es hilft leider doch nicht. Weil ich natürlich andere noch scout und da kommen trotzdem Scouting-Kosten auf uns zu. Also es wäre jetzt nichts anderes gewesen, hätten wir Pakete abonniert. Also Geld ist nicht so geil. Wir hatten ja vorher schon mal geschaut, was so die Prognose ist. 2,7 wäre die Prognose. Ach, wobei es ist ja nächstes Jahr erst. 1,9 wäre die Prognose zum Ende dieses Jahres an Transferbudget. Das wäre mir zu wenig. Ich brauche wirklich einen komplett neuen Kader eigentlich. Das ist mir nicht so lieb, was wir momentan haben. Also wird es wohl darauf hinauslaufen, dass wir viel mit ablösefreien Transfers arbeiten müssen. Aber da wird sich schon was ergeben. Ich meine, einen Weg findest du immer.
Und deshalb sehe ich das momentan nicht so tragisch. Dass wir jetzt schon wieder Walkies reinpacken müssen, sehe ich schon ein bisschen tragischer. So, machen wir kurz die Bank noch voll. Und dann sieht das doch gut aus. Ja, danach sollten dann auch alle gute Matchpraxis haben. Wheeler sollten wir vielleicht reinbringen nach. Ich mach mal Donahue auf die rechte Seite. Oder Hornstrop, ist der da vielleicht ein Stückchen besser? Mini bisschen. Wheeler bringen wir dann rein, so zur 60. damit er sich etwas warm spielt. Denke ich mal. Aber an sich, Schadensbegrenzung, ne? 4-5-1. Shane Long wird natürlich interessant werden. Aber ja, pusht euch einfach. Auf geht's. Upsala. So, auf geht's. Wir starten hier aber, Mann, etwas vorsichtiger als sonst. Klar hast du die U23 von Southampton, aber man muss ja nicht gleich übertreiben. Shane Long gleich mal verletzt, auch stark. Oder vielleicht vorher schon. Wäre uns aber, glaube ich, aufgefallen. Selbstgefällig sein in einem Pokalspiel ist auch immer richtig gut. Also wie gesagt, ich möchte natürlich jedes Spiel gewinnen. Das habe ich am Anfang schon gesagt, dieser Serie, aber beim Pokal wäre es jetzt halt nicht so tragisch. Es ist aber immer so die Frage von wegen, wie und wie man sich präsentiert, wie man spielt, wie man die einzelnen taktischen Anweisungen befolgt. Also, wenn es jetzt so ähnlich läuft wie eben. Ach, genau das meine ich. Da muss man halt sofort hin. Wer war das? Dennis. Ach, komm her. Weiß nicht, war nicht Hornstrop. Ich dachte kurz, es wäre Hornstrop gewesen, aber war schon der Gegner. Unser heutiger Keeper, McGillivray, hat sich ja nicht wirklich gut präsentiert in den Vorbereitungsspielen. Oh, Thompson, da muss er aber auch nicht abspielen, wenn da halt drei Spieler direkt vor ihm sind. Komplett rumgepennt. Shane Long ist auf dem Weg zu unserem Tor und trifft zum Glück unseren Torhüter. Ollie Watkins war sein Gegenspieler, unser stürmischer Innenverteidiger. Ich finde es auch schön, wie er die Nummer 9 hat als Innenverteidiger dadurch. Habe ja die Rückennummern nicht geändert, die vorher schon da waren. Werde das aber im nächsten Sommer definitiv machen. Der Kader wird sich im nächsten Sommer auch richtig heftig ändern. Wobei es ja bei mir eh immer so ist, dass ich den Kader komplett nach meinen Bedürfnissen. Sehr schön, Ben Thompson 1-0. Nach meinen Bedürfnissen umgestalten muss. Ich komme sehr selten mit dem klar, was ich habe, vor allem wenn es halt so ein Club ist. Was man mir aber meiner Meinung nach auch nicht wirklich vorwerfen kann, weil das ist nun mal halt ein Drittliga-Club und da hast du auch nicht so die geilen Spieler. Also selten zumindest, ne? Die Abseitslinie, okay, ist auch sehr interessant. Bei einer Ecke brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt. Aber gut. Oh, please not. Ich würde schon gerne mit der Führung in die Halbzeitpause reingehen. O'Connor. Direkt aufs Tor. Oh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das war ein schöner, ein sehr, sehr schöner Freistoß. Ja, Jungs, bisher bin ich zufrieden, ne? Weiter so. Gibt nicht wirklich viel zu meckern. Ndulu kommt rein für Shane Long. Der sich ja entweder in der ersten Minute verletzt hat oder sofort. Oder halt, zuvor schon verletzt war. Zuvor, meine Fresse, ich kann wirklich nicht mehr reden. Hört auf, selbstgefällig zu sein, Jungs. Warum? Kriegen wir eigentlich ordentlich Geld in der. Von Zurufen überfordert, also bitte. Kriegen wir eigentlich ein bisschen Geld in der Türke Trade Trophy? Also würde sich das überhaupt lohnen, da ein bisschen was zu machen? Wir würden für einen Sieg 12.000 bekommen. Finale 111.000. Man soll ja als unterklassiger Verein kein Geld ausschlagen, meistens, ne? Aber das ist eigentlich zu wenig für die Strapazen und vor allem für das, was wir dann aufgeben würden an Punkten in der Liga.
Deshalb, Meinung bleibt gleich. Harrison Davis kommt rein für Sean Bannon. Ja, Brennan heißt er. Vorher gab es einen Innenverteidigerwechsel. 10 Minuten noch. Danke, dass ihr mich daran erinnert habt, dass ich David Wheeler reinbringen wollte. Der kommt jetzt leider erst 8 Minuten vor Ende rein. Ich würde es sehr gut finden, wenn wir kein Gegentor mehr kassieren. 2 Minuten Nachspielzeit. Pittman geht. Mason kommt. Und dann sieht es doch sogar echt sehr gut aus. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir dieses Spiel gewinnen. 76% Pässe. Ich glaube, wir dürfen nicht mehr als 80% Pässe haben, beziehungsweise Passgenauigkeit, um ein Spiel zu gewinnen. Ja, Sieg hätte ich jetzt nicht gedacht. Sehr schön. Kann man euch schon mal loben. Aber ein Sieg jetzt hier am Samstag wäre mir wichtiger. Trotzdem natürlich schön. Kriegen 11.000 für die 3 Punkte, müssten es ja sein, weil es ja Gruppenphase ist. Wer waren denn noch eigentlich drin? Cambridge United und Oxford United. Wo ist Cambridge? Vierte Liga und Oxford auch, ne? Oxford ist in unserer Liga. Auf Platz 2. Uff. Ui. Okay. Schwer zu sagen, ne? Also, ob wir da weiterkommen werden oder nicht nach diesem Spiel jetzt. Ganz ehrlich, ich habe die Regeln auch nicht wirklich drauf von der Jack and Trade Trophy, deshalb muss ich nochmal gucken, ob wir 6 Spieler haben. Das macht gar keinen Sinn übrigens. 3 Spiele, Teams treffen einmal aufeinander. Alles klar, also haben wir schon alles im Sack eigentlich, wenn wir gegen Cambridge gewinnen. Ich glaube, Cambridge war das erste Spiel. Wo haben die denn gespielt? Welche Gruppe sind wir? C? Nee. Bin ich blind? Ja, also ich weiß, dass es so ist. Hallo? Wir sind im Übrigen auch in der südlichen Gruppe, also. Und da ist es nämlich C. Ach, Cambridge hat sogar gegen Oxford gewonnen. Ja, also Cambridge Sieg und wir sind eigentlich durch. Danach kann man ja dann mit Absicht verlieren, was wir bestimmt jemals machen würden. Das einzige Absichtliche, was ich machen würde, ist halt einfach eine schwache Elf aufstellen. Wenn die gewinnen, sehr gerne. Wenn nicht, passiert. Art und Weise, ne? So wie immer. Jetzt aber unbedingt ein Sieg gegen Shrewsbury. Peterborough ist danach dran. Sind ja eigentlich auch gut gestartet. Das dann in der nächsten Folge. Muss ich auch noch den Trainingsplan machen. Ich glaube, man kann sich Vorlagen speichern, aber am Anfang ist es echt noch ekelhaft, weil ich weiß nicht so wirklich, was ich machen soll, um halt eine gute Grundlage zu haben. Deshalb arbeite ich eigentlich unter der Woche an den Schwächen, die wir meiner Meinung nach haben. Und was dann halt so sinnvoll wäre, um die Spieler auch wirklich besser zu machen. Das weiß ich leider noch nicht, weil jetzt jede einzelne Woche zu machen, das würde mir schon ein bisschen auf den Sack gehen. Aber wenn ich dadurch meine Spieler besser machen kann, dann mache ich es natürlich. So, inkonstant gegen annehmbare Form. Shrewsbury hat echt eine annehmbare Form. Na gut, 2 Siege zuletzt ist nicht schlecht. Für eins davon im Pokal, aber okay. 6 Punkte, 21. Ja, 21. in der Tabelle. Peterborough war übrigens doch nicht so gut gestartet. Die sind auf Platz 19. Hab die dann einfach, glaube ich, mit irgendjemandem verwechselt. Meine Fresse, ey. So, Mason Evans Green passt. Rechts möchte ich Wheeler haben. Whittingham Naylor passt auch. Hinten Burgess und Clark nochmal. Ob wir Galloway nochmal benutzen? Ich glaube, ich nehme Lee Brown. Und rechts Walkes, weil da haben wir nochmal keine Option. Weil Nathan Thompson kaputt ist. Roland Curtis immer noch auf Länderspielreise.
Deshalb wird das heute nichts mit ihm. Wen nehmen wir für. Ach, guck mal, Maggie kommt natürlich noch rein. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Nehmen wir noch Ben Klaus mit und dann haben wir alles abgedeckt. Und ich hoffe, so können wir gewinnen. Auf geht's, Jungs. Bitte ein Sieg, aber. Na, wobei, nicht mal bitte ein Sieg. Ein Sieg. Jetzt. 4-3-3 erneut, also bisher zieht sich das 4-3-3 relativ durch die Liga bei unseren Gegnern. Jungs, please, ne? Schade. Auf geht's. Von rechts nach links. Zu Hause sollte es doch besser laufen. Also ein Sieg würde ich sagen, ist Pflicht und was ich mir wünsche, wären Tore aus dem Spiel heraus. Gute Tore aus dem Spiel heraus. Aber allen voran natürlich erstmal wieder der Sieg. Erstmal ein Standard von Shrewsbury direkt aufs Tor und ja, touchiert ein bisschen die Latte. Erste gute Chance für die Gäste. Lange Bälle, bist du verrückt? Co-Trainer, also bitte. Das machen wir hier nicht. Ich würde, glaube ich, gerne etwas offensiver spielen. Dass wir gleich sagen, hier kommen, wir sind da, wir pushen. Also gut, gleich sofort ist ein bisschen übertrieben gesagt, nach 30 Minuten. Ich muss kreativer werden. Es klappt schon wieder nicht so aus dem Spiel heraus, ne? Mason 6-5 heißt, er ist nicht im Spiel drin. Evans Wheeler auch. Wheeler sogar selbstgefällig. 9 zu 2 Schüsse, 2 zu 0 aufs Tor. Keine einzige Szene, die wir gesehen haben. Also. Gut ist anders. 0-0 zur Halbzeitpause. Kann man wieder nicht zufrieden sein. Schade, Jungs. Bin ich zufrieden, auch in Halbzeit 2. Warum halt, ne? Es ist so schwer, da was rauszusehen. Gefällt mir überhaupt nicht, dass Mason immer schlechter wird. Wheeler und Evans genauso. Stunde ist jetzt um und ich muss einfach reagieren, weil es geht halt nicht anders. Jamal Lowe kommt für Wheeler rein. Beide Außenspieler gehen auf Angreifen. Damit jetzt alle vorne auf Angreifen sind und wir gehen auf den pressenden Stürmer zurück, weil anscheinend klappt das mit einem Stoßstürmer, sprich Mason. Genauso wenig wie vorher. Kriegen die einfach nicht eingebunden da vorne und das regt mich extrem auf. Ich weiß nicht, was ich da machen soll in diesem 4-3-1, dass die da vorne komplett durchhängen. In jedem einzelnen Spiel. Pittman kommt für Mason, der mal wieder richtig viel Mist macht anscheinend. Irgendwann kann es auch nicht mehr an der Taktik liegen, weil man sieht ja wirklich gar nichts von ihm. Kann aber jetzt schon mal versichern, dass wir im nächsten Spiel definitiv wieder Fünferkette spielen werden. Bitte Kopfball. Okay, geht auch. Lee Brown auf, nach vorne, hopp. Auf Andre Green. Pittman wäre super anspielbereit. Pittman alleine gegen den Torhüter. Oh, schießt ihn eigentlich eher an, als er halt das Tor versucht. Mann, I cry. Evans, hopp. Darf man mal auf die Außen, please. Komm, ja, Evans, Flanke. Ne, leider nicht. Ja, wo ist die Lücke? Man könnte vielleicht mal unten spielen. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass sie sich hin und her passen. Ja, und der Pass kam dann halt auch ein paar Stunden zu spät, ne? Kollege, merkst du selbst. Boah, Junge, ey. Okay, ich werde das 4-3-1 danach retiren. Das funktioniert bei uns leider nicht. Hinten stehen wir gut, ja. Aber ich möchte halt auch Tore machen und das klappt irgendwie gar nicht in dieser Formation. Ich weiß nicht warum, aber die Jungs kriegen es nicht hin.
Leider. Doppelt stumm für die letzten paar Minütchen. Und Ollie Hawkins kann man ja auch vorne einsetzen, auch wenn es Innenverteidiger für uns sein soll. 4 Minuten oben drauf, aber das wird hier wohl torlos enden. Ja. Schiri muss nur abpfeifen, das macht er auch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum die keine Tore schießen können, warum sie nichts aus dem Spiel können. Wir haben das jetzt 2 Wochen lang trainiert und sie können es einfach nicht. Sie sind zu dumm dafür anscheinend. Es war nicht genug, Jungs. Und Jamal, du bist ein richtiger Scheißhaufen anscheinend. Du bist... Du treibst mich in Rage. Ich muss mir was einfallen lassen. Das 4-3-1 klappt bei uns nicht. Ich glaube, die Spieler sind dafür einfach zu schlecht, weil sie zu viel Verantwortung übernehmen müssen auf die jeweiligen Positionen. Green, Wheeler, Jamal Lowe schaffen es einfach nicht, auf den Außen ansatzweise Gefahr auszustrahlen. Ich habe es jetzt schon mit allem probiert. Wenn hinterlaufen wird, kriegt man keine Gefahr über die Außen hin. Wenn man das Spiel breiter macht, kommt nichts über die Außen. Was auf dem Spielplan ist in der Analyse, ne? Wie die Taktik an sich ausschaut. Das sieht halt genauso aus wie das, was ich mir vorstelle, weil es halt einfach klug sortiert ausschaut. Aber sie kriegen es einfach nicht hin. Das war das Spiel hier gegen Doncaster Rovers. Ich mach's nur mal kurz rein. Ne, ist sogar ausgewählt. Wo wir das erste Mal gesagt haben, wir müssen was ändern. Das sind die Positionen mit Ball von uns. Spiel, please. Ich weiß nicht, warum sie jetzt gerade die Startelf nicht drin haben. Aber ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Die 37, 26 und ich glaube, wo ist der andere? 37, 26 gehören da nicht hin. Der andere ist irgendwo. Falls wir dreimal gewechselt haben. Ihr könnt euch das ungefähr vorstellen, dass es sehr solide aussieht. Ne? Jetzt gucken wir uns das mal an, wie es gerade eben aussah. Das habe ich jetzt selbst noch nicht gesehen. Aber es müsste ähnlich aussehen. Nur, dass die Außenverteidiger etwas weiter vorne sind. Das ist Shrewsbury. Junge, ich sag halt, please, nur Startelf. Und ich krieg halt alle anderen Spieler. Es ist halt etwas offensiver, ne? Ollie Hawkins nehmen wir raus mit der 9. Pittman auch. Und dann... wen haben wir noch eingebracht? Wheeler, ne? Ne, Lowe haben wir noch eingebracht. Also die drei hier gehören jetzt nicht dahin. Dann hätten wir sagen müssen, Wheeler ist ein bisschen zu defensiv. Aber... Also eine Grundausrichtung. Es ist jetzt halt mit Ball. Sonst sieht das halt gut so aus. Es ist genauso, wie ich mir das vorstelle von den Positionen her, bis auf Low. Weil wenn jetzt hier die beiden Außenverteidiger überlaufen, dann ist es nicht schlimm, dass beide Flügelspieler relativ innen stehen. Warum Low jetzt hier, Wheeler, sorry, so defensiv steht, ich weiß es nicht. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass er nicht komplett durchgespielt hat. Sonst ist es halt so, wie ich es mir vorstelle von der Aufteilung her. In einem 4-2-3-1. Aber dass wir dadurch keine Tore erzielen können aus dem Spiel heraus oder überhaupt Chancen erspielen können, das will nicht bei mir rein, warum das nicht klappt. Weil ich es mir nicht vorstellen kann. Deshalb werde ich ab dem nächsten Spiel wieder auf die Fünferkette gehen, weil da müssen wir nur versuchen, eine Absicherung für die Außen zu finden. Die Torgefahr haben wir dort. Und der Rest wird dann von alleine kommen. Nur in dem 4-2-1 muss ich mehr dran arbeiten. Ich schaff's momentan leider nicht, eine gute 4-2-3-1-Taktik für uns zu formen. Es ärgert mich sehr, aber wir müssen dann auf die Fünferkette zurückgehen. Was ja nichts Schlechtes ist, weil das war ja sowieso die Formation, die ich schon die ganze Zeit spielen möchte. Nur haben wir da halt das große Problem, dass unsere Außenverteidiger nicht gut genug für diese Taktik momentan sind. Da brauchen wir halt komplettere Spieler einfach, die wir halt momentan nicht haben. Ja, schwer.
Ist richtig schwer. Es ärgert mich auch extrem, muss ich sagen, weil es mich einfach nur ankotzt, dass wir es nicht schaffen, diese Tore zu machen. Ich finde bisher in jedem Spiel, welches wir nicht mit 3 Punkten beendet haben, in der Liga wohlgemerkt nur, hätten wir locker mehr rausholen können. Viel mehr sogar. Also, naja. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, es ist halt erstmal ein Start, ne? Du kannst nicht davon ausgehen, dass nach 7 Spieltagen alles perfekt funktioniert. Aber du musst halt auch sagen, eine Verbesserung muss halt schon her, ne? Wir haben die gleichen Probleme wie vor 5 Wochen immer noch. Und ich möchte eigentlich schon, dass wir uns in einem gesunden Tempo entwickeln und nicht in einem Schneckentempo. Und das machen wir halt momentan leider. Ich werde mir mal wieder ein bisschen was überlegen. Ich habe jetzt auch zum Glück ein bisschen mehr Zeit, meinen privaten Safe mal zu spielen. Da kann ich auch ein bisschen was testen. Ich wollte nämlich sehr, sehr gerne 2 Verteidiger testen und einen Sechser. Ich kann euch das mal kurz zeigen, was ich mir gestern Abend so ein bisschen überlegt habe. Das war jetzt nur, ist jetzt wirklich nur eine reine erste Idee, ja. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, was der Typ da geraucht hat, bitte. Das hatte ich mir ungefähr so vorgestellt. Ob das jetzt ein Außenverteidiger oder Flügelspieler sind, wusste ich da noch nicht. Oder weiß ich jetzt auch noch nicht. Die beiden sollten eher hier hin. Und hier wusste ich dann noch nicht, ob ich dann eher auf sowas gehe. Ob mir das nicht vielleicht auch ein bisschen zu defensiv ist. Oder ob ich dann eher auf einen Zehner gehe, 2 Stürmer und dann hier sogar eine Kette draus mache. Also so in etwa vielleicht. Oder ob man dann vielleicht wirklich sagt, hier, hier und hier, hier vielleicht, dass die dann alles covern können. Weiß nicht. Also so in etwa mit 2 Verteidigern vielleicht. Vielleicht auch so. Das könnte schon was werden. Weil wenn jetzt vielleicht einen großen Stürmer hier hinstellen, der dann alle Aufmerksamkeit auf sich zieht und hier hinter einen Spielmacher haben und einen Shadow Striker. Und der Shadow Striker soll halt komplett aus dem Spiel sein eigentlich. Der soll keine Beachtung finden. Und dann kriegt er einen Ball, der Ball ist drin. Das wäre halt geil. Aber das ist halt auch echt schwer, weil die Absicherung bei 2 Verteidigern nur, die hat halt höchste Priorität. Ich habe oft gelesen, dass jetzt Ballwinning Midfielders richtig nice sein sollen. Ich habe ganz früher gerne mit tiefer Sechser gespielt. Das war auch richtig geil. Aber mittlerweile nicht mehr, weil es mir zu destruktiv ist. Also vielleicht dann, aber das muss ich halt alles selbst mal spielen. Das sind dann eher so Gedankenexperimente, die ich dann in der zweiten dänischen Liga machen kann, aber nicht hier in dem Safe, wo ich schnellstmöglich nach oben kommen möchte. Zumal das wohl eh scheitern wird, so wie das aussieht aktuell. Naja, ich werde mir mal wieder ein bisschen was überlegen müssen. Sehen uns dann bei der nächsten Folge am Freitag wieder und drückt die Daumen, dass ich mal ein Rezept finde für den Offensivdrang meiner Mannschaft, bitte. Also, wir sehen uns. Bis dahin. Tschö.